bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Ah! Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Oh, Ellie kann schwimmen. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja. Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Kreist das da... So. Aber er hat sein Versprechen gehalten, er hat die Schwimmen beigebracht. Ist es mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten auch nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Frage ich mich jetzt gerade auch. Okay, hier geht's durch. Ich hasse ja Tauchen und Schwimmpassagen in Spielen, ne? Neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Okay. Ach Scheiße, genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen... Ach du Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joe! Überraschung. Ach du Scheiße.
der König der Echsentyrann. Na, du Großer? Hat die denn jetzt? Oh, wow. Okay. Kann ich da hoch? Oh, cool, ich kann da hochklettern. Wow. Was hast du vor? Ellie, sei vorsichtig. Ich klettere auf einen Saurier. Ja, das sehe ich. Aber brich dir nicht den Hals, wenn du runterfällst. Sieh mich an! Ich bin auf einem Riesensaurier! Oh, 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 was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter. Hey, hey, hey! Hast du das gesehen? Ja, habe ich. Oh, war das nicht super? Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Oh, das war super. Oh cool, wir können ins Museum. Oh, was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Oh, nice. Oh Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Dein Pech. Komm, da gibt's doch bestimmt noch einen für Joel, oder? Ich? Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesem Film damals. Okay. Ich hätte aber gerne für Joel noch so einen Hut, Mensch. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Ja, gut. Der Jüngste ist er nicht mehr, ne? Da hat Ellie allerdings recht. So, was haben wir denn hier noch? Compsognathus. Puh, großer Name für die Zwerge. Ja, ne? Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht so gut.
winziger Kopf. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Ich kann den Troll aber auch nicht aufsetzen, ne? Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Triceratops. Wenigstens einer, den ich kenne. So, noch eine Sammelkarte, cool. Okay. Das Dimetrodon war ein Spitzenprädator. Was ist ein Spitzenprädator? Der allerkrasseste Prädator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Brachiosaurus fraß täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Na, das klingt doch nice. Jurassic Park? Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte lass es keinen Trend sein. Moment. Den ja den Hut aufsetzen, ne? Da hinten lag noch einer. Wenn's dir gefällt. Tut es. Gefällt mir voll gut. Nope, ich kann keine zwei mitnehmen. Schade. Velociraptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben.
Gut, durch komme ich hier auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir mal nach oben. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Hey! Wirklich reizend. Sag ich doch. Oh, das Ding funktioniert noch, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Hey, Joe. Rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay, verstehe. Das ist echt cool. Ja, da war uns Naughty Dog wohl nicht so ganz auf dem neuesten Stand, ne? Mein gut, es kommt jetzt drauf an, in welcher Entwicklungsphase das hier gemacht wurde. War in The Last of Us Part 2. Aber der Spruch heißt ja inzwischen definitiv ein bisschen anders, ne? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel, weil Pluto ist ja kein Planet mehr, da zählt er nicht mehr dazu. Weißt du, wie oft wir auf den Mond waren? Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären 7. Aber schon nice gemacht, ne? Die ganzen Modelle hier und alles. Richtig cool. Mondauto. Wow. Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind. Eher nicht. Ach, die kann ich auch aufsetzen. Geil. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Ich glaube, der sieht cooler aus, ne? Aber die ganzen Raumanzüge, das ist schon cool gemacht.
dass sich das auch alles so echt so lange gehalten hat, ne?